Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 21 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Heute geht's im Viertelfinale Rückspiel gegen Real Madrid. In der letzten Folge haben wir das ja schon gespielt, dann mit 3-3 gespielt. Ja, nicht so ganz ungefährliches Ergebnis. Also bei einem Sieg bei der jeweiligen Mannschaft ist die natürlich weiter. Unentschieden bis 3-3 sind wir weiter. Bei 3-3, wie gesagt, ist Verlängerung. Und lasst doch gerne ein Abo da auf diesem Kanal. Würde mich natürlich freuen. Ihr würdet mich unterstützen. Für euch ist das Ganze kostenlos. Das ist unsere Startformation. Genug geschnackt, würde ich sagen. Auf geht's ins Spiel. So, Er und wird in damit wären diesem wir Spiel ein einer der Depay natürlich interessantesten Spieler ein sein. Denn Spieler, in auf den den wir letzten achten drei müssen. Spielen konnte er 4 Tore machen. Trifft er heute Also, wieder? wir sind mit Zeit voller zeigt Kapelle sich. Jetzt absolute Top A11 auf dem Wolfsburg. Platz. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Der Torwart Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Silva. Viertelfinal-Rückspiel aus der Silva mit dem Weiter Schuss. geht's nach Hause. Almada mit dem 1-0. Mit dem 1-0. Was ist das denn? Weiter. Und auch bei einem Wir Gegentor treffen. könnte der Einzug in die Legende Almada ist fließen. einfach Gold wert im Moment. Sehr schön. So, wir sehen ja noch mal die Da bislang Silva gefahrene Linie. Links mit Ausgangspunkt dem für guten Wolfsburg. Abschluss und Der Verein wird Almada schneller. Es ist schwer, Kopfball den Gegner perfekt. aufzuhalten. 1-0. So, neuer Spielstand. Vierer in Addition. Mal ein paar ernste Worte an den Spieler. Und das könnte so Oh, gut entscheiden, gehalten von weil unserem Keeper. Alfonso Davis. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Alfonso Torwart Davis, spielt was den macht er? Was macht er? Was macht er? Er schießt einfach. Und der Wow, hält der schießt Pace. er schwach. Ball jetzt bei Dele Alli. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Ruhiger Spielaufbau, wo ist die Chance für den Pass? Ganz klar, der Ausgleich muss her. Vorsichtig, jetzt Ansatz. wird's Und der brenzlig Schuss ist gut. abgefälscht. Perfekt. Tonali sieht das, dass Silva startet. Der sollte eigentlich gar nicht für Silva sein. Egal. Und Silva. Almada ist da komplett frei. Almada wieder in der Mitte. Almada legte sich zu weit vor. Nächste gute Möglichkeit. Ich bin ein paar, du machst das gut. Und Tonali auf Eliot, der macht ihn nicht. Nächste gute Möglichkeit. Ein bisschen Ruhe reinbringen. Und da hüpft er drüber, De La Vega. Und gut gemacht. Und der Ball ist drinne. Almada mit dem Kopf 2 zu 0. Real Madrid braucht 3 Tore, um weiterzukommen. Also wie ging denn der rein? Also den habe ich eigentlich schon weggesehen. Da, hier, De La Viga. Flanke kommt. Er berührt ihn Almada eigentlich noch. Das gucken wir jetzt doch mal. Ja, den berührt er noch. 2-0. Doppelpack Almada. Ich meine, es ist immer noch Real Madrid so, ne? So, guter Pass. Oh, es war gut gespielt. Und Camavinga mit dem 3 zu 0. Was ist mit Real Madrid los? Alter Schwede. Also, dass es jetzt so einfach geht, hätte ich jetzt nicht Wir schauen noch mal gedacht. kurz auf die Wiederholung. Erst läuft Aber der es war auch Ball gut richtig gespielt. gut. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, Es in war der auch Tat einfach gut gespielt. minenschnell und im 3-0. Abschluss auch noch effizient. Damit geht 45 es in die Minuten stehen Halbzeit. noch. Super zufrieden. Ich Gnabry wechsle sofort ein hinterher. bisschen durch gleich. Nein, Wolfsburg dann schade. jetzt auswärts gegen den Hamburger SV. Darauf freuen wir uns schon. Sie auf Liga. Endnuri. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Der Ball zu Erling. Der Ball
Und da ist das 1-3. Also Todibo, das war auf jeden Fall sein Fehler, oder? Gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Ich bin der Meinung, das war Todibo. Da ist Nuria ist dran. Ja, Todibo. Keine gute Leistung von ihm. Oh mein Gott. Der nächste Fehlpass. Tonali. Auf De La Viga. Ah, das wollte ich eigentlich gar nicht. Eduardo Camavinga. Oh, das könnte durchaus was werden. Boah, Glück gehabt. Die Gäste werden. Jetzt ist hier gerade richtige Kampfschlacht hier, aber das Ding sollten wir eigentlich haben. Da. So, wir gewinnen das Ding 3-1, sind damit im Halbfinale. So richtig gute Leistung von unserer Seite. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Spiel. So, kommen wir danach zum nächsten Spiel. Hamburger SV. Tabellensituation ist immer noch dieselbe. 9 Punkte Vorsprung auf Dortmund. Sollten wir heute gewinnen, ist die nächste Folge entscheidend, ob wir Meister werden oder nicht. Bei 30 Spiele, 4 Spiele, 34. Spieltag, könnten wir in 3 Spielen Meister werden, sollten wir 3 Siege feiern, sind wir Meister. Ganz einfach. So, rein ins Spiel, auf geht's. Wir haben uns da arg schwer getan. In Hamburg regnet das natürlich immer wieder. Tor auch im Spiel. Lang nicht mehr im Volksparkstadion gespielt. Silva, den bekommt er. Silva, den macht er 1-0. Hamburg ist noch gar nicht auf dem Platz. Und Silva macht's Vorbereitung. Almada. Neuntes Saisontor für Fabio Silva übrigens. Leider zum Eckball nur. Wow. Hey. Er holt sich vorne den Ball. Super Pass. Was für eine unglaubliche Riesenszene, fantastischer Reflex, den habe ich schon drin gesehen. Ich auch. In der Bayer Arena hat sich was getan, es ist ein Tor gefallen. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor. Oh, was ist das denn? Also irgendwie ist Hamburg gerade besser. Wir kommen gerade gar nicht mehr raus. Ist faul. Und Sessegnon Pfosten. Pekalo schießt und Tonali. Ja. Schade. Ja. Alter. So, im Olympiastadion gibt es Neuigkeiten. Es ist ein Tor. Das ist dann Kau. Wir haben hier das erste Tor für Mönchengladbach. Silva setzt sich da nicht durch. Danke für das Update. Also Hamburg deutlich besser als wir. Da müsste Sessegnon jetzt mal hin, Thielmann. Kommt jetzt die Flanke. Flanke bitte verhindern. Foul, gibt doch mal da einen Freistoß. Geht besser als den Jungen. So, Brikalo.
Konter wird natürlich verhindert. 1-0, Hamburg ist klar besser. Falcao. Der ist schnell. Almada setzt sich da durch und schießt. Mal wieder eine gute Situation für uns. Eckball. Asankao. Oh, wieder viel zu viel Platz. Jetzt nochmal der Konter. In der Bayer Arena hat sich was getan. Es ist ein Tor gefallen. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Almada. Ja. Und da ist Doku. Und das ist nicht das 2 zu 0. Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Der Ballverlust. Ludwig, immer noch nicht. Das kann nicht sein. Luis James, immer noch nicht drin. Ey. Also jetzt werden die gerade. Falcao startet. Bailey schießt. Nee. Damit gewinnen wir ganz, ganz knapp mit 1-0. 2 Siege noch, sind wir Meister. So, damit kommen wir zum Ende der Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Danach geht's gegen Leverkusen, wie gesagt. Ja, lasst gerne eine Bewertung noch, ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.